willkommen zu meinem Video. Lasst uns mal über Möbelhäuser reden. Ja, vor allem mit diesem Aufschlag, mit Möbelhäuser reden. Kommt nicht sehr seriös drüber. Ja, bei uns in unserer Stadt gab es ein Pilotprojekt. Nämlich ein I. Mama? Grammatikfrage. Eine IKEA-Abholstation oder ein? Eine. Okay. Eine IKEA-Abholstation für Sachen. Und auch, man konnte dann, also es war wie so ein kleiner Laden, da war so ein bisschen Möbel ausgestellt und da konnte man dann seine Bestellungen abholen. Aber man konnte eben auch alternativ dort Sachen bestellen. Wurde man da eigentlich beim Bestellen von Sachen beraten? Ja. Und man ein bisschen Beratung bekommen. Ja, auf jeden Fall war es ein Pilotprojekt, wenn man wissen wollte, ob man damit ländliche Gegenden sowas näher bringen kann. Und am Tag, als das in der Zeitung stand, haben meine Mutter und ich zueinander gesagt, das macht irgendwann zu, das bringt hier nichts. Jetzt, ein paar Jahre später, machen die zu. Und ja, jetzt möchte ich mit euch ein bisschen darüber labern, warum ich glaube, dass das nicht funktioniert hat. Also, der Mensch ist von der Natur aus oft etwas bequem. Nicht faul, bequem. Richtig? Das ist ein Unterschied. Und ich finde, also das ist auch sowas, wo ich dann zum Beispiel sage, also ich habe ja überlegt wegen dem Tischchen, ob ich beim IKEA das bestelle. Und erstens, mir haben die Zahlungsoptionen nicht gefallen. Zwar sind die jetzt inzwischen, also die sind immer noch gleich, aber ja, die haben mir halt nicht gefallen, aber vielen werden die gefallen, vermute ich. Aber dann stand da dran, entweder ich kann dieses Teil mir nach Hause liefern lassen, direkt vor die Tür, oder zur Abholstation gehen. Und wenn du die Option hast, wenn du schon online bestellt hast, also für Leute, die keinen Computer haben, oder die zum Beispiel sehr schlechtes Internet haben, ist das eine super Sache, weil die haben dann wenigstens die Möglichkeit, sich Sachen zu bestellen über sowas. Aber ja, gibt es denn IKEA-Prospekt einen Bestellschein? Nee, ist natürlich damals die Gläser drüber bestellt, fällt mir gerade ein. Nein, gibt es nicht. Aber wenn, dann ist es tatsächlich, Prospekte drucken ist halt nochmal teuer. Mhm. Ja, aber sie legen sie auch bei sich im Laden aus, also haben sie die Prospekte. Wenn sie einen Deal mit der Post machen, ist der Versand auch nicht so teuer. Also ich glaube, das ist billiger als so eine Abholstation, wenn du mich gerade so fragst. Und dann kriegen viel mehr, kriegt die Zielgruppe eher nach Hause. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, dass es wahrscheinlich daran gescheitert ist, weil die Leute, weil die Sinnigkeit dahinter sich nicht unbedingt so ergibt, wie man denkt. Weil man kann nicht, Also, besser gesagt, wer will das schon, sich das, also man holt sich ein riesen Regal. Und wenn man das im IKEA kauft, dann ist es klar, dann lädt man es bei sich ins Auto ein, dann hat dann halt die Schwierigkeiten, alles gut, dann war man ja auch im Laden. Aber warum sollte man sich, wenn man es nach Hause liefern lassen kann, für ein bisschen mehr Geld, was natürlich gut viele, manche haben dieses Mehrgeld nicht, aber dennoch, dann sich das nach Hause liefern lassen, ist doch dann einfacher, als zu sagen, ich lasse es mir jetzt in diese Station liefern, dann kriege ich das dort, muss es dann trotzdem wieder in mein Auto einpacken, muss dann mehr Geld zahlen, weil Spritgeld kostet meistens mehr als diese 4,90 €. Und dann wird es, ja, die Sinnigkeit dahinter ist ehrlich gesagt in einer mittelgroßen Stadt nicht gegeben, weil ich habe sehr viele Leute einen Hauseingang oder einen Garten oder eine Garage oder irgendwas, wo man das abstellen kann und wo es dann trotzdem sicher ist. In einer Großstadt, da finde ich, macht es tatsächlich Sinn, weil da gibt es meistens nur so sehr, sehr enge Hausgänge oder auch nur sehr kleine Möglichkeiten oder irgendwas, was so offen ist, dass es auf jeden Fall abhanden kommt. Und da macht es dann tatsächlich Sinn zu sagen, okay, dann hole ich es ab und so weiter und so fort. Aber meistens gibt es in den großen Städten ja auch dann wiederum eine IKEA.
Ja. Je länger ich drüber nachdenke, je weniger Sinn ergibt es. Das ist wirklich, also in meiner Logikwelt, ich weiß, dass meine Logikwelt jetzt nicht unantastbar ist und dass die jetzt nicht unbedingt so diese, das Absolute ist. Das geht ja gar nicht, weil niemand hat die immer recht und absolut, also die Absolution zu allem. Aber in meiner Logikwelt sind diese IKEA-Abholstationen immer schwachsinniger. Großstadt, Kleinstadt oder so. Also jetzt auf dem Dorf, da machen sie vielleicht Sinn, tatsächlich auf einem Dorf oder so einem Dorf. Da glaube ich, könnte es tatsächlich eine sinnvolle Geschichte sein, weil da könnten es die Leute dann wiederum nutzen. Weil da gibt es weder ein Ikea noch sonst was. Und wenn sie es dann dort abholen können, das ist dann so dieses Prinzip, wenn ich schon zum Bauern fahre und mir noch ein paar Eier hole, dann hole ich auch noch parallel schnell mein Billigregal. Aber so im städtischen Bereich. Vielleicht habe ich da einfach eine Gedankensperre. Aber ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass eine Oma Erna losgeht und sich sagt, ich kaufe mir ein Billigregal und lass es zur Packstation liefern. Du Mama, je länger ich drüber nachdenke, ne, je weniger Sinn machten diese IKEA-Packstationen. Also mein eigenes einziges Argument gerade war so auf dem Dorf, wo man kein Internet hat. Aber das ist echt schwachsinnig. Es ist unnütze, das ist so eine richtig unnütze Erfindung, wenn ich so drüber nachdenke. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt oder ob ihr einen Nutzen dahinter seht oder ob es für euch irgendeine Logik dahinter ist. Weil für mich ist das jetzt gerade, je länger ich darüber nachdenke, immer unlogischer. Ihr könnt mir mal gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.cliedmail@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.